Hallöchen, zurück hier bei die Siedler, das Erbe der Könige. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Unsere Arbeiter bezahlen unsere Steuern. Nee, ihre Steuern. Die bezahlen doch nicht unsere Steuern. Das können wir doch selber, oder nicht? So, das Problem, das ich in den letzten Folgen erwähnte mit dem blöden zweiten Bildschirm und ja, dass ich da halt immer rausfallen, dass ich den zweiten Bildschirm abschalten muss. Das Problem hat sich jetzt insofern gelöst, dass ich nicht länger drüber nachdenken muss, weil es keine Lösung gibt. Sobald ich den zweiten Bildschirm deaktiviere, ist er nicht mehr fähig, dieses Spiel zu öffnen. Also ich habe hier den zweiten Bildschirm, der ist ja hier drüben, rechts. Es wird wieder wärmer. Die dicken Menschen. Und ich habe jetzt hier rechts habe ich noch meine Audacity-Aufnahme laufen. Die kann ich mir da so schön angucken. Irgendwie ist die Musik fürchterlich laut und ich stehe nicht irgendwie. Ich habe alles mal ein bisschen leiser gemacht. Ich verstehe ja mein eigenes Wort nicht mehr. Die Gesamtlautstärke ist schon weiter unten. Na ja, gut. Ich mache einfach meinen Kopfhörer mal ein bisschen leiser, dann geht das schon. Ich höre zwar wie immer meine eigene Stimme nicht auf meinen Ohren, weil das irgendwie nie funktionieren will. Wo geht denn jetzt hier, einfach so. Na egal. Hauptsache, das drückt mir nicht so die Ohren weg. So, ich habe mittlerweile vergessen, was unsere Aufträge waren. Baut im Westen der Stadt. Ach, die Ballistertürme sollen wir bauen. Vielleicht müssen wir uns dann erstmal selbst aufbauen. Rechts zwei schicke ich mal darüber. Ich habe 10 Leibeigene, die mir Holz hacken. Das heißt, die müssen wir jetzt erstmal hier irgendwo eine Hochschule hinklatschen. Arbeiter haben ihre Steuern bezahlt. So. Natürlich. Was bei diesem Spiel, das könnte ich, weil ich die Musik gerade so schön höre, wie die sie da so rumdudelt, sehr schön machen kann. Das habe ich jetzt hier für das Let's Play mal unterlassen. Man kann wunderbar in den Ordnern zu dem Spiel an der Musik rumschrauben. Man kommt sehr leicht bei diesem Spiel an die Musikdateien ran und kann diese auch sehr ein Gelehrter nimmt seine Stufe leicht austauschen. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt obdachlose Siedler. Oh nein. Eure Bauernhöfe produzieren auch nicht das genug noch. Essen. Und mein Lehmabbau produziert nicht genug Lehm. So, womit fangen wir an? Ich würde sagen mit dem Bauernhof. Da müssen zwar noch 30 Lehm abwarten. Was braucht der denn? Der braucht auch Lehm. Blöd. Sehr blöd. Und die schaffen gerade wieder nichts. Tja. Müssen wir warten. Müssen wir warten, dass was passiert, ne? Wird aber gleich was passieren. So, und da haben wir es doch auch schon. Mal da drüben hin. Aber gern. Es ist auch gleich demnächst wieder Zahltag. 180 kriegen wir dazu. Dann sind wir schon bei 220. Da kriegen wir doch zumindest noch mal 4 Leibeigene raus. Die können wir dann hier in die Abrechnung. Steuern und Sollen. In die Lehmfelder schicken. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Sind das alle registriert? Das sind wir alle registriert, jawohl. Dann kriegen wir da noch ein bisschen Lehm zusammen mit dem Lehm aus der Lehmgrube. Es gibt sind zu schon wieder. Wenig Bitte, ja, das weiß ich doch. Schon wieder bei 50. Die Hälfte haben wir also. Die fangen jetzt an. Die machen wahrscheinlich gerade schon wieder Pause. Ja, die machen doch immer nur Pause. Die sind immer nur am Pause machen, diese faulen Säcke. Aber gut. Haben wir ja gleich. Sehr wohl. Genau. Geh du mal ein bisschen gucken. Den Erik schicken wir mal in die Sümpfe.
Ja. Er soll sich da mal ein bisschen umgucken. Angeblich sind da ja auch irgendwelche Banditen. Soweit ich mich da erinnere. Nur mal gucken, was wir mit ihnen anstellen, mit diesen Banditos. Los Banditos. Upsa. Muss mich echt dran gewöhnen, dass ich auf der rechten Bildschirmseite aufpassen muss. Dass ich nicht aus dem Bild falle. Das ist äußerst hinderlich und äußerst anstrengend, oder? Ja, natürlich. Das ist eine Truhe. Truhen sind immer schön. Oh. Folgt mir in den Kampf! Das sind blöde Banditen. Aber Erik hat eine tolle Funktion, nämlich hier Wirbelschlag. Erik macht seine Spezialattacke und trifft damit alle Einheiten um ihn herum. Spürt meine Klinge! Zack! Und dann hat er mal sehr schnell hier die Leute ein wenig dezimiert. Und dann kommt er schon klar. Hier bauten wir jetzt gerade mal hier noch ein Haus hin. Ist gut. Die armen Gelehrten hier nicht so traurig sind. Erik macht gerade mal den Los Banditos hier fertig. Der Tag der Abrechnung. Steuern sollte. Könnte sich natürlich aus rein der Langeweile auch noch ein bisschen selbst motivieren. Aura der Stärke. Erik ruft seine Männer zur Disziplin auf sich, lagen dadurch härter zu. Streitet vor Sklaus. Natürlich auch für ihn selbst. Fertig, Meister. Da haben wir wieder den jetzt niedermetzelt hier. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Wieso habe ich denn nur durch? Für die Ehre. Wohnhäuser. Ihr erzählt doch Blödsinn. Ich hab nicht genug Lehm. So, ich schicke die vier jetzt auch noch dahin. Lieber als das. Und holen mir noch zwei dazu. Damit wir auch hier die 10 wieder voll haben. Aber gern. Und dann holen die mir noch ein bisschen Lehm. Der Erik, übermotiviert wie er ist, haut das Zelt in kleine Stücke. Und dann guckt er mal, was in der Truhe hier ist. Wie ihr wollt. Oh, leider war nichts drin. Wie ihr wünscht. Das ist schade. Das müssen aber sehr arme Banditen sein. Wie ihr wünscht. Jawohl. Ja, Milord. Dann doch, ich geh mal mehr so hier lang. Wie ihr wünscht. Das scheint mir mehr Sinn zu machen. Hier hinten kommen wir ja nicht mehr sehr weit. Auf jeden Fall sind wir jetzt ja. Die Banditos los. Viel waren das ja nicht. Und hier so ist ein Steinbruch. Das ist schon mal nicht ja, falsch. Natürlich. Ich jetzt eigentlich die Gelehrten schon... Nö, habe ich nicht, weil ich noch nicht genug Lehm hatte. Jetzt habe ich aber genug Lehm. Hier ist noch ein Siedlungsplatz. Ja, natürlich. Das ist auch schön. Ja, Milord. Oh, und da sind ziemlich viele ja. Banditos. Ein Held ist in großer Gefahr. Egal, rein ins Getümmel. Folgt mir in den Kampf. Warten, bis er schön umstellt ist. Und zack. Spürt meine Klinge. Für die Ehre! Zahltag! Eigentlich müsste ich ihm mal den Dario zur Unterstützung schicken. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Sehr wohl. Der nehme ich gleich ziemlich lasst arm aus. Lasst von euch abfallen und kämpft! So. Die Bogenschützen sterben relativ schnell. Die haben auch nicht so viel, womit sie sich wehren können. Muss aber aufpassen. Im Moment hält er sich ganz gut. Aber der könnte natürlich jeden Augenblick dann draufgehen. Im Moment wird er halt noch ziemlich arg beschossen und beschlagen. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, und jetzt muss er sich mal ein bisschen zurückziehen. Ja, Milord. Sofort. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Jetzt kann er den gerade mal ein bisschen hauen. Ich sehe gerade keine Bogenschützen hier irgendwo in der Nähe. So, hier können wir mal eben schnell zwischendurch das Haus ausbauen. So, der haut jetzt diesen einen letzten noch weg, der hier noch übrig war. Die Bogenschützen greifen ihn wieder an. Ist mir aber egal. Ich hau den jetzt weg. Dario ist da, der kümmert sich jetzt um die. Zack. Für die Ehre! So. Haut sie weg, Jungs! Die können
bleiben noch nichts. Die Frage ist, wo kommen sie her und kommen da noch mehr her? Ausgebaut. Ein Held ist in großer Gefahr. So, die kriegen das hin. Das ist wunderbar. Hier läuft jetzt soweit alles. Dann brauche ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die wieder für mich bauen. Zwei hauen mir jetzt hier eine Ziegelei hin. Einer eurer Helden wird angegriffen. Und die hauen mir hier so ein Sägewerk neben dran. Die sind sich immer noch am Kloppen, die Bekloppten. Ich könnte jetzt wieder irgendwelche Special-Funktionen mit dazu nehmen, aber das würde sich, glaube ich, nicht lohnen bei den 3-4 Hansels da drüben. Ich sehe leider gerade nicht so viel. Ach komm, zwei Leutchen, das ist ja Witz. Guck mal, die sind so langweilig, dass sich der Erik, obwohl er angegriffen wird, doch erholt zwischendurch. Er erzählt mir was von großer Gefahr, das ist ein Witz. Es regnet. Ja, das ist allerdings ärgerlich, dass es das tut. Da werden die Klamotten nass. Und guck mal, der Erik in seiner tollen großen Rüstung hier, der so fängt an zu rosten. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Das ist schön. Jetzt ist die Frage, so wo die herkamen. Ob es da noch mehr gibt. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ich kann mir vorstellen, dass sie von da oben kommen. Häuser sind belegt, aber es gibt noch Obdachlose. Da, wo sie Crawford belagern, nämlich hier. Einiges haben nichts zu essen. Auf in die Schlacht! Angriff! So, Erik, motivier euch mal ein bisschen. Und kämpft. Im Moment ist hier gerade nicht so viel los. Das ist jetzt nicht ganz so Sinn des Spieles, muss ich gestehen, was ich hier mache. Ein Held attackiert. Aber... wenn wir diesen Turm hier schon mal los würden, da wäre uns viel geholfen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ja, ich glaube, der Turm Feinde macht nicht greifen lange. Ihn an. Dann ist noch eine Truhe, die finde ich auch interessant. Die können wir auch mitnehmen. So. Wenn wir noch ein paar Zelte einreißen oder eine... hier. Sonst wie irgendwie, dann... Angriff! So, der Turm nervt auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Das ist doch schön. Da räume ich jetzt heimlich mit zwei Helden von hinten auf. Das ist zwar nicht Ziel des Spiels eigentlich, aber ist ja egal. Ist mir ja sowas von egal. Aber könnt ihr eigentlich? Nee, könnt ihr noch nicht, weil mein Haupthaus nicht ausgebaut ist. Ich will das gerade mal machen. Ihr baut mir hier mal ein Wohnhaus hin. Schön mittig. Na gut. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Guck mal, Feinde wir hier irgendwo noch. Da. Erik ist kampfunfähig. Sehr wohl. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. So, das war jetzt vielleicht so ein bisschen leichtsinnig. Ja. Zeit zu fliehen. Ich habe Erik verloren. Ja. Ja. Aber das ist kein Problem, den kriegen wir wieder. So gut ich kann. Gut. In Ordnung. Ja. Drehen die auch wieder ab, oder? Ja. Wie ihr wollt. In Ordnung. Gut. Wir folgen nein, die drehen wieder ab. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend das machen? Ist einige schön. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das macht aber nichts. Kein Problem, aber gern. So, das ist eh nur einer. Eben, den packen wir da noch mit ins Haus und dann ist es gut. Die Burg ist gleich ausgebaut, dann können wir eigentlich die ganzen Kollegen... Ja, ich lasse erstmal stehen. Erstmal gucken, ob ich da drüben Platz überhaupt habe für das, was ich vorhabe. Dario hat seine Ruhe. Okay. Ja. Rhythmiker hat seine Burg zu einer Festung ausgebaut. Ja, ja, das hat er wohl. Zeig uns den Weg. So, dann gucke ich mal, ob ausgebaut. Ich hier eventuell gerade mal freie Bahn habe oder ob die hier immer noch rumlungern. Da rennen so.
bewachen, Erik. Das ist natürlich fies. Da können wir dann gerade mal eben nichts ändern. Gut. Macht aber nichts. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich habe jetzt mein... Ach ne, ich habe ja erst das Haupthaus ausgebaut. Dann heißt es, ich muss erstmal hier erforschen, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Ursprünglich wollte ich auch nur hier hinten ein bisschen Ruhe haben. Natürlich nicht gedacht. Dario? Was ist denn da? Ach, der kloppt sich schon wieder. Bogenschütze. Feinde haben einen Held attackiert. Ja gut, wenn dir das Spaß macht, dann mach das mal. Hoppla. Die hacken Holz. Ich hoffe, die laufen nicht irgendwo hin, wo sie nicht sein sollten. Dass sie dann am Ende einfach wieder draufgehen. Vollkommen sinnlos, wie die das so gerne machen. Euch schicke ich jetzt einfach schon mal hier hinter, dann eben so lange. Könnt ihr auch da erstmal ein bisschen bauen. Es ist Zeit da. Danke, freue ich mich. Ach, jetzt bräuchte ich eine Funktion, um mich unsichtbar zu machen. Das wäre doch cool. Dann könnte ich mich da ins Lager schleichen, ohne irgendwelche Probleme. Es ist halt wirklich die Frage, wie kriege ich meinen Erik zurück? Ein Kind ist in großer Gefahr. Nein, nein, so würde ich das nicht nennen. Ein Held ist kampflich vollkommen überlegen. So, da hat er ihn auch schon weg. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier hinten umschleichen können. Ja. Oder ob wir da auch wieder auf den Sack gehen. Ja. Wir probieren es einfach mal mit. Sehr wohl. Ein bisschen Heimlichkeit hier hinten. Geschafft. Hoppla. So, meine Erforschung ist durch. Du gehst mal darüber, weil meine Siedler, wollte ich sagen, meine Leibeigenen sind angekommen. Die können mal hier eben mal diese machen. Ja. Ja. Okay, dann schleichen wir uns derweil hier weiter in die Berge. Ja! Ja, mein Gott. In Ordnung. Ja! In Ordnung. Muss ich aber echt weit schleichen. Aber ich... Ich hab getan, was ihr wolltet. Möchte... Sehr wohl. Nichts mehr da. Ist das so... Kann ich dann jetzt klappen gehen? Wird. So, du machst mal diesen. Sein der Fünfte da. Sie schillert. Wo ist... Ach, Moment, da war doch ein nicht mehr da, Kollege. Die Kollegin Lehm. Guck mal hier unten. Da, wo ist er denn da? Ja. Ist doch ein bisschen... Lehm. Dario? Hallo? Ah, da. Ich will ihn wieder verstecken. Ja. Fertig. Kindischer Kerl. So, ich habe mich jetzt mittlerweile hinten rumgeschlichen. Ja, es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Schon wieder. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, das Problem kennen wir ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Opsa, da ist ein Ballistaturm. Ja. Das ist nicht so gut. Wie ihr wollt. Ja. In Ordnung. Ja. Wo steht mit deinem ein Zelt? Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. So gut ich kann. Das hab ich befürchtet. Ja. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Ja. So, ihr kommt jetzt mal zurück. Wir bauen mir mal hier ein Häuschen natürlich. Hin. Natürlich. Ja. So, da sind immer noch 6 Banditen da unten. Verdammt. 4, 5, 6, 7, durchzählen. All eure 10, alle da. Sind belegt. So, ihr habt wieder abgedreht. Okay. So. Erik erfreut sich wieder nahezu bester Gesundheit. So. Irgendwo. Fertig, Meister.
Wie ihr wollt. Hier unten waren blöde Banditen. Dann müssen wir mit denen mal ein ernstes Wörtchen reden. Ihr könnt dann so lange halt eben Steine bauen. Jo. Ist mir dann auch recht. So, haben wir hier noch Platz für so einen da drüben? Ja. Nein, nein, ach, geht doch weg. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Schon wieder, das sind aber ganz fleißige Steuerzahler sind das hier, die Kollegen.